Morgen. Ja, der nächste Tag morgens. Was haben wir denn? Guten Morgen. Du bist so süß. Ja, heute zu erledigen Verstopfung im Kühlschrank. Tada. Und Deckenlampen, Glühbirnen tauschen. Weiter, geht weiter. Aber bei Jungen schmeißen alle an. Na, aber ja, noch nicht. Aber es hat funktioniert, also ich habe es mal gesehen. Oh ja, fast noch einen kleinen Zwischenfall hier, den wir auch noch klären müssen. Das sieht nämlich nicht gut aus. Ach, tropft nämlich irgendwas irgendwo. Ich dachte mal, das wäre der Heizkörper, der so durch ist. Aber der ist das ja nicht. Foto und dann gleich zu klemmt's damit. Ich setze jetzt erstmal eine Dichtung hier hin, schraube die ganze wieder zusammen und dann warten wir mal ab. Da tropft es. Da. Aber passiert nichts. Jetzt muss halt ausgelötet werden, das ist das Problem. So. Naja, bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Schaut mal hier, ey. Fast keine Birne mehr an hier. Ja, da freut man sich doch, wenn man alte Lampen kaufen kann und das auch noch zu einem günstigen Preis, oder? Mhm. Machen wir mal einen Vergleich. Jetzt waren wie viele kaputt von 13? Oder waren viele, ne? Alle. In einem Jahr? 7 Stück waren kaputt, mehr als die Hälfte nach einem Jahr Betrieb. Gucken wir mal, wie lange diese Osram-Lampen das machen. Die guten alten Osram. Osram Langzeittest ist das jetzt. Aber noch mit in Germany. Die kommen jetzt hier rein und werden dann dauerfrequentiert wahrscheinlich von meiner Tochter. Das ist wie so eine Kohlefahrenlampe hier. Ja. Okay.
Bitte. Oh, ah. Oh, jetzt ist wieder Licht. Ich habe ja schon die drei Lampen immer angemacht, weil ich hier drin gar nichts gesehen habe. Oh Mann, ey, anderthalb Stunden. Schon langsam. Zwei Dinge fertig, Glühbirnen tauschen und Deckenlampe reparieren. Ja, immerhin. Seit gestern. Also Glühbirne tauschen hört sich auch scheiße an, war. Das hört sich an, als wenn Rohrschrauben, neue Ringschrauben machen. Das ist das ja nicht. Das ist ja gleich mit. Eigentlich habe ich ja die da auch repariert. Den Deckenhaken ersetzt. Mit Spachteln. Mhm. Ja, mit Zugipsen. Ja, okay. Das hat so lange Beine, wa? Guck mal. Das ist ein langes Mädchen. Das ist ein großer bist du. Du bist unser Topmodel. Jetzt gibt's Kaffee, Kuchen und danach hier schneiden. Die letzten Tage, alles. Die Wäschekammer hat aufgeräumt. Ist ja nur noch Saugen drin. Na, das kannst du ja auch machen. Ob nur mit 6 oder 6,5 Monaten soll ich später machen. Naja, gucken wir mal. Also mit 3 fangen wir im neuen Jahr an. Ja? Neues Jahr, neues Ziel. Du lernst Brei essen. Yay! Und wir lernen Brei wegwischen wieder. Yay! Aber wir haben die schnell auch selber essen lassen, die Kinder. Genau, erster Tag haben sie noch probiert, am zweiten schon. Yeah, selber! Wenn ich noch mit 10 Monaten oder so, dann haben sie das selber gegessen. Nudeln. Kartoffeln. Ah, oh, morgen drehen wir ein Special. Haha, fällt mir gerade ein. Ja. Nämlich das Wie lerne ich Brei essen Spezial. Nein, natürlich nicht. Das kommt erst nächstes Jahr. Aber. Morgen kommt das Special mit Wolfgang. Ja, Mann, ich weiß es nicht. Ich bin nicht dabei. Der kommt ja auch nicht hierher, oder? Nee, der wird hier installiert. Er wird da hier. Wird hier festgeschraubt auf der Banke. Nein, ein Wolfgang in seiner natürlichen Umgebung natürlich. Darum geht's ja. Was denn? In der Und freien Wildbahn. In der freien Wildbahn? Ja. Und professionell interviewt sozusagen, also es wird so ein Porträt über ihn. Und er freut sich da schon total drauf. Er hat mich ja schon die ganze Zeit, wir müssen mal. Bestimmt schon seit einem Jahr. Ach ja? Ja, der will auch immer, dass man was zusammen macht. Und das Schärfste ist, ich habe gesagt, du pass auf, Wolfgang, wir machen dir dann auch eine DVD davon. Und er sagt, nee, macht mir mal lieber hier so eine VHS. Ich sage, hallo, VHS macht euch keiner mehr. Also, das ist gar der Mittelpunkt, ne, Wolfgang? Kann ich nicht. Der freut sich, auch wenn er ein bisschen Mittelpunktkind ist. Der genießt es richtig, auch so als bei Kiesgesichter, als sie ihn namentlich erwähnt hat, als der aufgeblüht ist. Naja, der braucht das. Der hat doch sonst nichts. Der hat doch nur das. Er hat dieses Stück Straße, was er sehen kann nach links und was er sehen kann nach rechts. Mehr hat er nicht. Einfach ist es sein Bereich. Seit 40 Jahren. Da kriegst du auch nicht mehr raus. Und genau das zeigen wir euch in einer professionell gedrehten Version sozusagen. Richtig mit einer vernünftigen Kamera. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Also ich bin da schon gespannt. So. Kühlschrank entstopfen. Wie sieht denn sowas aus? Überhaupt. Wie, warum muss man denn einen Kühlschrank entstopfen? Bei so einem Kühlschrank. Da bildet sich Kondenswasser. Da hinten. Da. Dieses Wasser läuft hier runter und läuft da in die Ablage. Da. Das Ding ist verstopft. Das machen wir jetzt sauber. Wie mache ich das sauber? Indem ich den Kühlschrank erstmal vorziehe. Sie haben noch einen Termin. Nein, ich kann sie auch vorziehen. Ja. Na dann spulen wir das mal vor. Also. Dieser hier, nicht wundern, ist staubig hinterm Kühlschrank. Ja, es ist staubig, immer staubig. Dieser Schlauch kommt hier wieder raus, dieser Ablauf. Ist so ein geriffeltes Rohr, furchtbar. Und endet dann hier unten
Normalerweise hier auf dem verdampft das dann hier in dieser Schale. Wird einfach verdampft und das ist gut. Das ist gut, das ist weg. Was machen wir jetzt da hin? Richtig, arbeite ich am Fahrradladen, also hole ich mir einen Bowdenzug und ziehe den da durch. Das ist jetzt meine letzte Idee, die ich habe im Moment dafür. Gucken, ob es klappt. Türe zu, Licht aus. Moin, so ist es, wenn im Kühlschrank das Licht angeht. So, hier haben wir hier den klassischen Birnennippel. Läuft schon ab, da unten, ist ja Wahnsinn. Also hier oben rein, probier mal. Nee, flieg mal schon ab. Das war ja mal keine große Verstopfung. Deswegen spüle ich den Schlauch jetzt richtig aus. Dazu schraube ich hier den Wärmeableiter ab. Nur hier oben. Dann komme ich unten an den Schlauch ran. Fixier den. 1, 2, 3, 4. 4 wie fixiert. Kommt euch mal die Suppe an, was die Suppe machen kann. Da dürfte jetzt nicht mehr passieren im nächsten Jahr. Das war's, Schlauch sauber. Also, wenn man weder Flaschenbürste noch Pfeifen reinnehmen oder sonstiges hat, nimmt man einfach ein Feuchttuch. Nimmt das so, das müsste funktionieren, genau. Achtung! Dann macht man hier mit dem Draht ein Loch in der Mitte. Die sind sehr stabil, die Dinger. So. Und dann hat man einen Schornsteinfeger mäßig einen Putzlappen. Versteht ihr? Durchziehen. Zwei, drei Mal hier durchziehen von innen. Ja, dann kann man den hier einfach auch rausziehen. Guckt mal, was dafür. Ruhe kommt, stichtet an. Da ihr sehen, steckt der Lappen fest. Also nochmal durchstecken einfach. Nächster Lappen. Gucken wir, wie das kommt. Mit Gefühl. Ja, das war's. Jetzt bauen wir den Schlauch wieder an und dann ist gut. Und jetzt können wir gleich hier Kühlschrank entstopfen. Ja, ja, Kühlschrank entstopfen haben wir geschafft. Regal bauen muss ich noch. Das habe ich. Badezimmer bügeln. Muss noch kaufen. Ja, das war's. Wieder mal ein kleines Haushaltsvideo. Oh, und jetzt sehe ich schneiden. Endlich. Allerdings nicht das hier, sondern naja, die ganzen Videos, die ihr davor jetzt um die Ohren geballert kriegt. Also, ich habe so viel Rückstand. Unglaublich. Na, mal gucken. Weg. Also, gut, wir sehen uns dann. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.